Wenn man unter Ubuntu einen Screencast machen will, so wie ich jetzt gerade, dann gibt es das schöne Tool, auch mit GUI, aber ich beziehe mich jetzt mal nur auf Kommandozeile, Record My Desktop. Wenn man das startet, dann, das habe ich jetzt hier in dem Tab, fängt er einfach an, Fullscreen in dem Verzeichnis, in dem man startet, eine out.ogv zu schreiben. Und wenn man Steuerung C drückt, ist das beendet. Und jetzt möchte ich noch ein paar Tricks mit FFmpeg zeigen. Und zwar kann es ja sein, dass die Audioqualität ein bisschen leise ist zum Beispiel. Und da gibt es FFmpeg Input diese Out-OGV, also dieser gerade erzeugte Screencast, Audiofilter Volume Detect und wir schreiben das einfach ins Nichts sozusagen. Und damit kriegen wir jetzt, jetzt wird also das Video durchsucht und wir bekommen jetzt hier also ein Histogramm für die Audio-Lautstärke. Und wir sehen, wir haben ein Max-Volume von minus 13 dB. Also 0 dB heißt volle Aussteuerung, das heißt die ganzen oder volle Bitzahl wird für die Lautstärke verwendet. Max-Volume minus 13 dB. Das Video, was ich also, das Out-OGV, was ich erzeugt habe, ist also zu leise, weil ich zu leise ins Mikrofon gesprochen habe. Und wenn wir es also um 13 dB anheben, die Lautstärke, dann haben wir ja noch kein Clipping. Und das kriegen wir. Und das zweite, was wir hinbekommen wollen, ist dieses OGV für zum Beispiel YouTube aufbereiten. Und dann nutzen wir diesen Befehl, FFmpeg Input, dieses Out-OGV. Codec für Video soll LibX264 sein. Preset Fast. CRF ist also ein Faktor für die Qualität, so um 18. Audiofilter, jetzt kommen Audiofilter. Jetzt kommt nämlich Volume 13 dB, wie man hier sieht. Und das sind genau die 13 dB. Also unser Video hat minus 13 dB als höchste Lautstärke und wir heben Audio um 13 dB an. High Pass, Low Pass kann man noch machen, will ich jetzt nicht machen. Schneidet eben ein bisschen die Frequenz ab. Audio Encoder AAC, Audioqualität 5 und PIX-Format U420p ist halt für YouTube. Strict minus 2 heißt, dass wir Experimental Parameter nehmen. Und wir schreiben in Test MP4 Feuer frei. Und man sieht, er nimmt also, er kodiert in LibX264 und in AAC, das ist also genau, was wir für YouTube brauchen. Er erhöht auch gleichzeitig die Lautstärke, genauso wie das Video dann optimal wirkt. Kann ich jetzt abbrechen, brauchen wir nicht drauf warten. Das fertige Video, genau wie das jetzt, guckt ihr euch gerade an.